Einen wunderschönen Morgen. Ich grüße euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen Eisen gesammelt, denn ich habe vor, also das habe ich noch gebaut hier in unserem Zuhause. Ich bin mal wieder bei mir ja in der Heimatbasis und habe ja gesehen, wir können dieses Terminal für die Fahrzeuge bauen. Das möchte ich natürlich mal machen. Das wäre das hier, das Exo-Fahrzeug-Terminal. Das bauen wir. Und heute nehmen wir uns als Ziel, beziehungsweise in den nächsten zwei Folgen, hier die jeweiligen Leute dafür zu finden. Das heißt, wir haben ja den für die Waffenforschung müssen wir noch finden, also den Basiswaffenmeister müssen wir finden, aber auch ja, den für die Exo-Fahrzeuge. Und da bin ich sehr gespannt. Bauen, erweitere, Pugneum besorgen, das ist ja das, was wir von Pugneum findest du bei den Überrest zerstörter Wächterdrohnen. Lege ich mich mit denen an? Eigentlich auf meinem Heimatplaneten möchte ich mich mit denen nicht anlegen. Deswegen lasse ich das erstmal. Wir können aber trotzdem gucken, ob wir hier noch Kreaturen finden. Ich würde einfach sagen, wir starten hier mal los. Ich müsste mich nämlich mit denen hier anlegen. Und eigentlich habe ich darauf keine Lust, weil ich bin ganz froh, dass die hier auf dem Planeten relativ, und ich sage bewusst, relativ friedlich sind. Was ist denn das da vorne? Kann ich hier Geld sammeln? Ändert das meine Pläne vollständig? Möglicherweise. Aber wenn das jetzt irgendwas Wertvolles ist, dann sorry, werde ich das eventuell doch nochmal sammeln gehen. Und es scheint irgendwas Wertvolles zu sein. Was ist denn das da drüben? Miststein. Aber den habe ich glaube schon. Oder? Oder? Weiß es nicht. Jo, ist Gold. Nein, das habe ich jetzt nicht. Den Wissenstein, den haben wir, glaube ich, schon. Einmal an der Wand hängen geblieben. Ja, den haben wir schon. Na gut. Ja. Einmal planlos durchs Ziel. Geht natürlich auch. So, komme ich hier nicht weiter. Wir wollen trotzdem Personal finden. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen durch die Gegend fliegen. Das Gold, da kümmere ich mich später drum. Das mache ich jetzt nicht. Sondern wir gucken erstmal, was wir hier noch so alles finden. Und wir suchen ja eigentlich noch ein Tierchen. Damit ich alle Tiere hier habe, da helfen wir auch gleich unserem Wissenschaftler. Der will die ja eh haben. Und fliegen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Fliegen da mal zu dem Fragezeichen. Gucken, was wir hier finden. Vielleicht finden wir auch hier dieses eine Tier, was wir noch finden müssen, weil wir sollen ja auch Tiere scannen. Wo landen wir hier? Oh, wir landen hier. Zack. Und rausspringen. Aber wir sollen sogar vier Tiere scannen. Na gut, die finde ich hier nicht mehr. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nein. Keine Tiere. Aber hier haben wir wieder ein Relikt. Säulen von Uswar. Udwar. Die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Ja, viel können wir nicht machen. Wir bitten um Hilfe. Das Wort für Zeit gelernt, alles klar. Gibt es hier noch irgendwas? Da oben gibt es Tamium. Da werden wir noch schnell sammeln. Dö, dö, dö. Aber das war ein bisschen mies. Zink kann nie schaden. Na, da vorne. La 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 la.
Du bist ein Tier. Aber dich habe ich schon. Du zählst auch leider nicht. Aber da hinten könnte was Weißes. Es könnte eventuell ein Tier sein, was wir noch nicht haben. Wäre schon mal ein Vorteil. Zack. 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 So, und zwar euch habe ich alle. Da hinten. Na, rennen wir mal. Dich habe ich auch schon. Nee, Pflanzen zählen nicht rein. Oh. Lass. Oh, der ist ein bisschen hoch. Ein bisschen lang der Graben. Gucken, ob wir das schaffen. Oh. Au. Au. Das war jetzt nicht ganz so gut. Okay. Und da sind überall noch weiße Punkte. Die sind auch nicht grün. Hm. Wo sind sie denn jetzt? Da sind grün. Ach, da hinten. Das ist ja massenweise weg. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Können wir auch noch mal hinlaufen? 2 Minuten. Was ist denn das? Reisemeilenstein gibt's auch. Laufen wir mal ein bisschen schneller hier. Gibt's aber auch nichts mehr. Das ist ja schon wieder außer Atem. Was macht der denn hier? Dich kenne ich auch schon. Oh, noch so ein Graben. So, jetzt sind wir nicht ganz so tief gefallen. Hallo Tier. Greifst du mich mal nicht an? So, wo ist denn jetzt das Fragezeichen? Ich sehe es nicht mehr. Hä? Ich doof? Wo ist das Fragezeichen? Plutonium? Ach, da ist das Fragezeichen. Euch kenne ich alle schon. Sau, oder wie viele Gräben haben die denn hier? Ist ja da. Nicht aufregen, nicht aufregen, nicht aufregen. Ach. Manu. Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich gemobbt. Ach du Schitte. Wo fliege ich denn hier lang? Komm, ich will hier raus. Alles schön. Ich fühle mich gemobbt, ja. Das gibt's doch noch nicht. Warum sind denn die Felsen so bescheiden hoch und glatt? Voll mies. Gucken, ob es hier jetzt geht. Gut. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So, gut. Wo ist jetzt dieses Fragezeichen? Da ist noch eins. Oh.
Was ist das da? Ich sollte mich vielleicht erstmal ein bisschen auffüllen hier. Zack. Jo. Das ist schon mal nicht schlecht. Eieieiei. Ich glaube, das könnte gleich lustig werden. Aber wenn ich richtig vermute, ist das hier Titan. Und dann könnte es gleich lustig werden. Und ich brauche ja sogar Titan. Steht nichts dran, weil ich kann mal, die kann man hier kaputt machen. Aber steht auch nicht dran, was du bist. Na gut, dann nehmen wir erstmal das hier alles mit. Ich glaube, es wird gleich sehr amüsant. So, wir speichern mal schnell, holen unser Schiff hier, ja? Weil das könnte gleich hitzig werden. So. Jetzt holen wir unser Schiff. Sehr gut. Dann laden wir hier gleich mal was rein. Der Energiekanister brauchen wir nicht. Zink kommt damit rein. Das kommt damit mit rein. Schildleiter auch. Ja, Kürbisknödel kann da auch rein. Okay. Das Multiwerkzeug laden wir gleich mal auf. Zack. Zack. Denn wir können es. Wir können es nicht zerstören. Okay. Es gibt so Tage, die laufen nicht so. Gibt's hier was? Nein. Da gibt's nichts. Ach Menno, ach Menno. Also man kann die ursprünglich auch kaputt machen. So, hoppala, das war zu tief. Fliegen wir mal darüber. Machen das nächste Fragezeichen. Ihr hört es an meiner Stimme, auch an den gestrigen Folgen von You. Ich habe es ein bisschen mit der Stimme. Das war schon am ganzen Wochenende so. Ich hoffe, dass das relativ schnell jetzt wieder weggeht, dass ich meine alte Stimme wieder habe, denn die kratzt ganz schöner. Aber bei dem aktuellen Wetter da draußen normal. So. Das ist auch wieder. Steht's da? Lokale Ressourcen. Gut, ich bin irgendwie gerade zu doof. Also ich glaube, ich mache irgendetwas gerade falsch. Ich weiß aber noch nicht zu 100% was. Ich weiß, die kann man zerstören. Und das gefällt den Wächtern immer nicht. Und ja, ich habe gesagt, eigentlich will ich mich mit denen hier nicht anlegen. Okay, ich glaube, das ist so nicht gewollt. Dass die hier in der Luft hängen. Ne, ich glaube, das ist so nicht gewollt. Nein, ich wollte das Licht nicht. Jo. Auch schön. Na gut. Schalten wir mal. Nein, nicht den. Passiert jetzt was? Passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Schon ein bisschen enttäuschend. Gut. Tiere weiß da unten. Tiere weiß da unten. Weiß da unten könnte ein Tier sein, was ich noch nicht habe. Wieder hinter der Wand. Und diesmal fliege ich dahin. Das gibt's doch nicht. Da laufe ich dahin.
Das ist doch alles hier. Ich brauche nur ein Tierchen. Ich kann ein bisschen rennen. Gibt's auch nicht wirklich was. Die Tierchen haben wir. Irgendwo dahinter. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Da gibt es Platin, das ist nicht schlecht. Da gibt es Zink, das können wir auch noch mitnehmen. Kann man ja alles verkaufen. Zack. Ja, und dann in den nächsten Folgen werden wir natürlich auch wieder weiter die Story verfolgen. Und nicht hier so planlos durch die Gegend laufen. Bereitet dann auch nicht so viel Vergnügen. Komm hier. Du bist eine Pflanze. Da ist wieder weiße Punkte. Da sind auch ganz viele weiße Punkte. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte den. So. Was liegt hier? Plutonium, Plutonium. Drüben sind weiße Punkte. Da gehen wir hin. Die kann ich noch nicht ernten. Böse Pflanze. Böse Pflanze. Kaputte Pflanze. Alles klar, ja. Hier machst du was mit. Platin nehmen wir mit. Ist auch schön. Platin wächst hier an Pflanzen. Überall weiße Punkte und ich sehe keine Viecher. Also ich frage mich, was hier los ist. Und ich bin auch komplett im Kreis gelaufen, sehe ich. Ja, habe ich gemerkt. Gut, also ich finde hier keine neuen Stadtstüben. Echt jetzt? So, na gut. Also ich fliege jetzt einfach mal wieder zu meiner Basis. Bereite sozusagen die nächste Folge vor. Freue mich, wenn ihr da einschaltet und vor allem entschuldige ich mich dafür, dass das jetzt so ein bisschen chaotisch war. Wir werden da das Gold abbauen und ein bisschen Geld sammeln, das haben wir ja schon mal gemacht. Und dann machen wir die Story weiter. Ich sage aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet wieder ein, wenn wir wieder einen Plan haben. Bis dahin, macht's gut.